der eigene Teamkollege vor Vettel stehen. Das schnellste Auto im Feld ist der Red Bull. Das Wichtigste ist, wir haben den besten Job gemacht und stehen zu Recht ganz vorne. Trotz Startplatz 4, da geht immer noch was. Ja, ich denke, ich hätte heute weiter vorne sein müssen. Die Runde war einfach nicht so gelungen. Adrian Sutil, sensationell Siegler. Es war wunderbar, so kann man sich dran gewöhnen eigentlich. Und besonders, was hier passiert ist, am Nürburgring, in meinem Heim-Grand Prix. Werden die drei fette Vettelbeute? Es gibt ja noch den Rennkommissar Wettergott. Wie nennt man eigentlich Regenchaos und Sonnenschein gleichzeitig? Ich würde sagen Nürburgring-Wetter. Junger Mann zum Mitreisen gesucht, kommen Sie näher, kommen Sie ran, dabei sein, wenn aus Schumacherland Vettelzone wird. Und hier eine wichtige Sondermeldung an Sebastian Vettel. Mach weiter so und hau sie alle aus den Socken. Nürburgring, das ist Ballermann mit Spitzensport. Die Vettelmania macht die Jugend wieder zu Racing-Fans. In der grünen Hölle ist der Teufel los. Und tschüss. Was denn? Ungewöhnlich sind und sicherlich auch. Ja, die Stimmung am Nürburgring, immer was ganz Besonderes. Du bist gerade aus dem Auto ausgestiegen, haben wir ein paar Bilder von der Fahrt draußen an der Strecke. Wie war es, Niki? Toll. Ja? Also, die Dinger sind unglaublich. Sie haben natürlich keine Bremse und keinen Grip. Aber meine Herren haben alle natürlich verschlafen, die letzte Kurve. Du bist als Erster hier angekommen, das lässt dir nicht nehmen, oder? Nein. Auf keinen Fall, da juckt es mich derartig, dass ich alle Regeln über Bord schmeiße. Und Vollgas ist mein täglich Brot. Ja, ich verstehe das. Das also war die Formel 1 Historie. Das Ganze hier am Nürburgring an diesem Wochenende steht ja eigentlich mehr unter dem Zeichen Neuzeit. Das ist fast schon futuristisch, was hier gebaut wurde. Gleich gibt es die Eröffnung des Ring Racers. Da neben uns, auf der anderen Seite von Start und Ziel, gehen die Schienen entlang. Und da gibt es dann eine Achterbahn, die von 0 bis 217 in 2,5 Sekunden beschleunigt. Ein wahnsinniges Ding, das hier entlang von Start und Ziel schießt, schneller ist als ein Formel-1-Auto. Hättest du Vertrauen in so eine Technik, würdest du dich da reinsetzen? Ja, sicher. Also warum nicht? Also wenn sie richtig gebaut ist, machen wir wieder keine Sorgen. Ja. Oder Michael eröffnet das Ganze, oder? Michael wird gleich drin sitzen. So ist es, er wird gleich drin sitzen. Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, wird das Ganze abwinken. Wir werden das gleich sehen nach einer kurzen Unterbrechung. Wir freuen uns auf den Nürburgring 2009. Was ganz Besonderes. Bis gleich. Der Ring rockt und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Jetzt gibt es was Offizielles hier und deswegen sind wir auch in der Arena hier zu hören. Herzlich willkommen den vielen Formel 1 Fans am Nürburgring. Der Ring Racer ist vorgefahren und ich sehe, in der ersten Reihe sitzt der siebenmalige Weltmeister Michael Schumacher und daneben der beste Interviewer, den RTL zu bieten hat, Kai Ebel. Wie ist denn eure Stimmung? Herzschlag ziemlich weit oben? Ja, Florian, hier hing eben ein Schild, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Die Chance haben Michael und ich natürlich sofort mitgenommen. Und nachdem ich gehört habe, es geht hier genauso schnell los wie bei der Formel 1, möchte ich doch mal wissen, ob der Puls, Michael, bei Ihnen ähnlich hoch ist wie beim Formel 1 Rennen. Lass uns mal bei dir mal gerade fühlen, wie es da aussieht. Uiuiui, also beim Formel 1 Rennen war ich eigentlich immer relativ ruhig. Hier, ich weiß ja, dass das relativ neu ist, das Ganze. Ich hoffe, dass das dann auch die Erwartungen erfüllt. Die Erwartung erfüllen, sollte auch Sebastian Vettel. Jetzt haben wir das Wetter, es klart ein bisschen auf. Ist das eher Vettelwetter oder nicht? Also es wird mit Sicherheit dann wesentlich schwieriger überholen zu können. Im Regen wären die Optionen wesentlich größer gewesen. Dennoch wäre das Risiko auch höher gewesen. Aber die Optionen sind alle vorhanden. Strategiemäßig ist Sebastian um einiges schwerer am Start wie die zwei Browns vor ihm. Das heißt, die kann er mit Sicherheit im Rennen über die Strategie überholen. Ob es dann ganz nach vorne geht, das liegt an seinem Teamkollegen. Danke, Michael. Wir werden jetzt 3-4 Mal die Gesichtsfarbe wechseln. Das war's von uns erstmal. Und jetzt geht's los und es geht weiter mit Florian König und Niki Lauda. Hopsa! Ja, wir freuen uns jetzt auf die Jungfernfahrt des Ring Racers. Unsere Kamera muss da oben noch weg, weil dieses Gefährt doch einen ganz ordentlichen Windstoß verursacht. Und wenn da oben die
Bühne, der Startbahnhof frei ist, dann kann es gleich losgehen. Der Landesvater hat die Startflagge schon in der Hand. Kurt Beck wird also gleich das Signal geben, aber wir müssen natürlich runterzählen. Das könntest vielleicht du machen, Niki, wenn du jetzt einfach mal den Ring Racer auf seine erste Fahrt einzählst. Michael, ich wünsche dir alles Gute. 3, 2, 1 und ab geht's. Und los geht's. Jetzt kommt gleich das Signal. Und bitte anschnallen. Nochmal Fahrchips lösen. So, die Fahne ist nach oben, aber jetzt wird gleich das Signal kommen, wenn alles bereit ist. Der Ringracer, er bewegt sich leicht und jetzt geht es gleich richtig schnell los. Glück! Achtung! Katapultartig geht es gleich los. Unter 3 Sekunden auf 200, die Beschleunigung dieses Ringracers. Boris Becker steht da unten nur und guckt, hat seine Frau reingesteckt in diesen Ringracer, selber hat er sich nicht getraut, oder? Jetzt! Woo! Das war die Jungfernfahrt, also dieses Ringracers sind gespannt, da hinten drehen sie sich und fahren jetzt wieder rein, also das wird eine richtige Attraktion hier werden am Nürburgring. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, sind gleich wieder hier zurück am Nürburgring. Dann das große Interview, Michael Schumacher und Sebastian Vettel und vieles, vieles mehr. Und wir werden auch erfahren, ob Michael Schumacher und Kai Ebel das Ganze unbeschadet überstanden haben und die anderen Passagiere natürlich auch. Also, einen kurzen Moment Geduld und dann sehen wir uns gleich wieder hier vom Nürburgring. Des Ringracers miterleben wollen. Aber jetzt wollen wir uns langsam doch ein bisschen den sportlichen Situation im sportlichen Bereich widmen. Und das können wir vielleicht anhand der Startaufstellung ganz gut besprechen. Ja, Sebastian Vettel war gestern natürlich ein bisschen enttäuscht mit seinem vierten Platz, aber das lässt ihm trotzdem noch Optionen, Niki, ne? Optionen hat man immer, das ist überhaupt keine Frage. Nur er hat natürlich jetzt wesentlich schwierigere Bedingungen, wie wenn er in der ersten Reihe stehen würde. Weil die Gefahr für ihn, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der Start im Trockenen stattfindet, weil die Sonne kommt da raus, es ist wärmer geworden. Und wenn der Lewis oder der Kovalainen ihn mit dem Kehrsystem, mit dem McLaren Mercedes-Motor überholen, ist in die erste Kurve, dann haben wir schlechte Karten. Ja, das könnte relativ schwierig sein. Die anderen Platzierungen sehen Sie da auch. Wir fahren mal weiter nach hinten. Wenn Sie dann am Ende Timo Glock vermissen, der ist um 3 Positionen nochmal zurückversetzt worden wegen der Behinderung in der Qualifikation, startet dann aus der Boxengasse. Ich meine, wenn es trocken bleibt, wird er hier sicherlich nicht viel reißen können. Was glaubst du denn jetzt da vorne? Glock, meinst du? Na, ja, ja, sicher. Glaubst du, dass der Webber das Ding machen kann? Oder sind die Browns für dich trotzdem Favoriten, obwohl sie ja leichter sind? Also spritbereinigt, das langsamere Auto hier waren? Nein, für mich sind absolut die Red Bull Autos die besseren, weil spritbereinigt sind die am schwersten unterwegs gegen die Browns. Ich würde sagen, 3-4 Runden auf jeden Fall einmal. Und der Webber natürlich aus der Pole Position nochmal die besten Karten, dann ist der Barrichello, wenn er dort hinkommt, der zweite und dann kommt es darauf an, ob die zweite Reihe da mitkommt. Nur die Red Bulls haben mehr Gewicht und werden die schnelleren sein. Also ich glaube, dass die Red Bulls gewinnen werden. Mhm. Und dann ist die große Frage, wer von den beiden, weil man kann ja im Rennverlauf dann vielleicht noch einiges machen. Meinst du, dass man da eine Strategie, also so eine Art Teamorder für Sebastian machen würde? Ich meine, er ist der Mann, der in der WM-Wertung, wir können auch den WM-Stand nochmal einblenden, das sind 25 Punkte auf Button, noch eine Chance hat, ihn abzufangen. Glaubst du wirklich, dass man da im Team so entscheidet? Also wenn man 1-2 hat, also Webber vor Sebastian und die fahren da vorne ganz alleine weg und ich wäre der Teammanager, dann würde ich das so machen, dass mir keiner draufkommt, aber auf jeden Fall. Weil um die WM überhaupt noch mitreden zu dürfen, musste Sebastian volle Punkte machen, gar keine Frage, ganz besonders, man weiß ja auch nicht, wo der Jensen dann ins Team kommt, also nehmen wir an, der ist noch ein Stück weiter hinten, dann wäre das umso wichtiger, also ich würde es tun, ja. Aber ich bin kein Teammanager.
Okay, wir werden das ganz interessiert natürlich verfolgen und genauso interessiert werden wir jetzt einem ganz besonderen Interview lauschen. Das hat am Mittwoch stattgefunden. Es gab ein Fußballspiel hier in der Nähe für einen guten Zweck und da waren Sebastian Vettel und Michael Schumacher in einer Mannschaft. In der Halbzeit haben sie sich in der Schiedsrichterkabine getroffen und dann auch gesprochen mit dem Kollegen Felix Görner. Da sind sehr, sehr viele interessante Sachen bei rausgekommen. Erster Teil dieses Gesprächs, Vettel-Schumacher, jetzt.